Damen und Herren, herzlich willkommen zurück im LS19 Projekt A Story of a Farmer. Wir befinden uns wieder in einem neuen Haus, denn ich habe den Hof umgebaut und auf den PC rübergezogen. Das hat sich jetzt sehr lang übergezogen, aber nun ist das Projekt wieder da und es kommt jetzt wieder regelmäßig. Ja, und da seht ihr schon im Vordergrund, wir haben einen neuen MB-Trag. Der Feld ist noch gleich und so, aber den werden wir dann ersetzen. Die Werkstatt wurde schon fast fertig gebaut, da müssen noch die Bagger was machen. Und ein paar Neuigkeiten gibt es dann sonst noch. Und die werdet ihr dann in den laufenden Folgen alle sehen. So. Dann gehen wir mal in unseren Feld und fahren mal zum Händler. Ich habe auch ein neues Auto. Ich habe ein bisschen was an den Fahrzeugen geändert. Und dass halt der Hof halt nicht zu groß ist für ein paar Felder. Ich habe auch den Hof ein bisschen erweitert mit einer Halle. Habe dafür aber eine große abgerissen. Es gibt viele Erneuerungen. Und die schauen wir uns jetzt auch mal beim Händler an. Denn der Händler ist endlich da. Und da seht ihr es schon. Das ist ein schöner John Deere. Ein schöner Glas. Alles, was das Herz so begehrt. So. Wo ist denn da der Herr Meier? Glaube ich, heißt er. Da steht ja was am Schild. Warte mal, ich mache mal den Warnblinker. Das Werkstatt, okay. Herzlich willkommen. Unser heutiges Angebot 36 Power statt 312, dann nur 300.000. Danke für den Besuch, Ihr Jonas Bärhändler. Okay. Alles klar? Alter! Was geht? Grüß Sie? Was geht? Was geht, was geht? Wie heißen Sie denn? Sind Sie der Herr Meier, der eben was gesagt hat? Ja, bin's Herr Meier. Na, hör mal. So, ich bin vorbeigekommen. Ich habe jetzt nämlich, Sie sehen ja da drüben ein Fan 700 Vario. Und den würde ich gerne verkleinern, also auf einen Fan 300er, also auf die 300er Reihe zurückbauen, damit, weil ich habe einfach nur zwei oder drei Felder und dann passt das einfach nicht von der Größe, dass ich da mit einem 700er komme. Und zudem brauche ich noch eine kleinere Sämaschine, weil sonst geht die Power nicht. Und meine war ja sehr teuer für das, was sie kann. Sie konnte halt nur die die Direktsaat, also man musste nicht grubern, das war halt ihr großer Vorteil. Und ich möchte jetzt halt noch einen 300er mit einer Sämaschine. Das ist mal der erste Wunsch, den ich habe. Und dann noch einen zweiten Wunsch, aber zuerst einmal, dass wir den haben. Ja, können Sie mir einen Fan 300er besorgen? Ja. Sicher, immer wieder gerne. Weil ich hätte einen ganz speziellen, nämlich den ganz hinten bei Ihnen im Shop-Katalog, habe ich schon ein bisschen nachgeschaut, den Fendt 300er Vario. Der nimmt man Güldner. Ah ja. Und da hätte ich gerne GPS drinnen und bei Design rundum leuchten. Und bei Frontladeranbau eine Stollkonsole. Okay. So hätte ich gerne diesen 300er, wenn es geht, heute noch. Ja, ja. Wann wäre der fertig? Also wann wäre er zum Abholen da? Bei dem möchte ich jetzt eigentlich ja verkaufen. Ja, ja, der stellt den Hals kaputt. Er würde fast 100.000 kosten. Er kostet 94.000. Für Sie mache ich natürlich einen extra Rabatt. Wir sind ja ein eifriger Kunde. 80.000. Er würde heute... Warte, wie spät haben wir es? 10 Uhr. 10 Uhr? Dann ist er um 18 Uhr da. Okay, und den kann ich jetzt einfach da stehen lassen. Ja, den
Okay. Wie viel muss ich Ihnen jetzt noch zahlen dafür, für den 300er? 80.000. Okay, aber was kriege ich für den 700er? Der ist dafür kriege ich ja nicht 0. Ja, für den kriegen Sie 1.500. Ah ja. Also sein Wert Basen. steht hier bei Nein, Sie kriegen 210.000. 80.000 für den. 80.000? Sein Wert ist aber 210.000. Da geht denn doch noch was, Herr Meier. Na gut, kriegen Sie 150. Okay, das klingt ja noch, aber nicht gleich überweisen, denn ich möchte dieses Guthaben auch gleich wieder aufbrauchen, denn ich brauche eine neue Sämaschine, beziehungsweise auch einen Gruber, wenn diese Sämaschine nicht direkt Saat hat. Was können Sie mir da anbieten? Ja, ich bin nicht Spezialist bei den Sämaschinen. Aber ja, es gibt immer eine Lösung. Und Für mich lacht dieser Federstart unter Einzelkonseiltechnik, dieser Tempo V8 und der dazugehörige, der was das Volumen der Sandmaschine halt erhöht, ja. Den um 30.000, den um 8.000, aber dann brauche ich ja noch einen Gruber. Ja. Wo ist denn der bei Ihnen? Mann, Sie haben einen unübersichtlichen Shopkatalog. Ja, das bin ich halt, der Maja. Und dann hätte ich noch diesen Kuhn Goldtimer L300 für 16.000, bitte. Warte, wo sind Sie jetzt? Bei Gruber. Robber? Ja. Ja. Robber. Ich Na, sehe hör mal. hier keinen Robber. Der. Generell, ich weiß auch nicht, wo. Ah, da, Gruber. Der zweite gleich. Der Oldtimer L. Cooltimer L300. Ja, genau. Den plus Okay. die Sämaschine mit diesem Volumen. Und dann habe ich noch Ja, einen okay, dann Gruber. kriegen Sie halt nichts. Sie müssen mir aber auch nichts bezahlen. Dann können wir gleich so ausmachen. Okay, weil ich habe noch einen Wunsch. Ich hätte ge nämlich gerne unter Kompakttraktoren bei Ihnen geordnet. Als zweitletzten Traktor den John Deere 6M, also die John Deere 6M Series für 109.500. Das ist nämlich so ein Traktor, der passt einfach zu meinem Hof. Für den im Katalog steht 109.000, aber Sie kriegen ihn um 95.000. Ja, dann geht sich das eigentlich ziemlich genau aus mit dem, dass ich was Ja, nichts aber zahlen muss. überweisen. Ja, Wissen was? Sie schon? Ja, was muss ich überweisen? Ja, den John Deere 95.000 müssen Sie mir überweisen. Das Restliche, das bezahlen Sie eh mit Ihrem Gutschein von diesem Trecker da noch. Wie viel soll ich Ihnen jetzt 500. überweisen? Ja, klar. Ja, wie viel? 95.000 zum 10. Mal. Ah, okay. Dann holen Sie sich alles um 18 Uhr ab. Okay, und nochmal Vielleicht schon zwei. früher, wenn ich es Ihnen schicke. Also ich schicke Ihnen so ein Ding oder ich fahre zu Ihrem Hof. Ja, der ist eh da gleich gegenüber. Okay. Steht eh wahrscheinlich Hof von VLP wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, da steht, aber Bauernhof ist eher angeschrieben. Okay, Ja, okay. und dann Ich nochmal. finde es auf jeden Fall. Ja, kriegen Sie schon hin. Und ansonsten Ja. rufen Sie mich halt an. Und Ja. noch was, es gibt nämlich ein Ding. Ich hätte nämlich, also Sie sind ja auch Bürgermeister. Und ich habe in der Ja. Zeitung gelesen, dass Sie jetzt die Gemeinde ausbauen. Ja, Gemeinde, wir haben gerade ein Event mit Bienen. Okay. Was heißt das? Also was machen Sie da? Ja, Bienen sind bei unserer Gemeinde. Ich kann Sie dann noch mal hinführen, wenn Sie wollen. Ich Und könnte, wir könnten ja uns das gleich mal anschauen, weil ich habe noch gehört, dass das noch ein bisschen eine Baustelle ist. ja. Okay, dann kommen Sie mit. Fahre ich bei Ihnen mit? Ja. Warte, gibt es Was hier? ist Ihr Tag? Ihr Auto, das da? Ja, aber da können Sie sich nicht reinsetzen. Hier kommen Sie in den Gator. Zack.
Dann starten wir die Schüssel und fahren los. Okay. Bernd, ich habe gehört, dass die jetzt irgendwo im Wald drinnen ist. Ah ja. Hör mal, können Sie nicht ein bisschen schneller fahren? Ja, warten Sie. Ich brauche eine Karte. Haben Sie eine Karte? Ja, indem Sie hier mal auf die 9 drücken, ne? Okay, warte. Dann kann ich Sie hier sehen. Kann Sie hier sehen? Meine Karte sagt nämlich, dass wir da schon rechts fahren müssen. Meine Karte aber nicht. Ja. Da, ich glaube, da geht's ran. Ja, das sind ein paar Dinger. Ja, das sind Straßenlaternen. Ja, da geht's ran. Achtung, das sind ein paar Schilder. Achtung, aufpassen. Achtung! Ja, meine Augen schließen sich die ganze Zeit. Ah ja. Okay. Achtung. Okay, wir sind im Nachrang. Also die, was uns entgegenkommen, haben Vorrang. Alter Falter, hier ist ja eine Baustelle. Oh, Achtung, Auto. Ah, die Baustelle. Dem. Die pennt noch ein bisschen, die ist nicht anwesend. So, der Meier, der kann alles bezahlen. Okay. Baustelle aus. Ah, da habe ich schon was gesehen. Alter, schaut's bei Ihnen schön aus. Ich weiß, warte. Parken jetzt hier. Perfekt angepackt. Ja, ja, jetzt. Da kommen sie raus. Was? Ich komm raus. Also, cool, sie haben eine Honigmaschine. Geil. Ja, das wollten sie immer wahrscheinlich. Ja, ich wollte das wirklich. Hier haben sie die Honigboxen. Nice, nice. Kommen sie mit. Ah, ups, schon. Oh. Nice, oder? Da, LS spiele ich immer gerne. Wie immer, mit dem Burgold-DLC, Digga. Mit dem Burgold-DLC. Ja. Wann? Sie kommen jetzt nochmal den. Also, ey! Das ist Ihr Haus? Nein. Ich bin runtergesprungen. Da. Ja, gehen Sie da mal vor. Alter, das sind ja wirklich Bienen. Krass. Ich weiß, ich bin generell krass. Okay. Schau, die stechen dich gleich noch. Da vorne sind auch noch Bienen. Das ist halt dieses Bienen-Event, was wir gerade haben. Okay. Kommt hier dann noch irgendwie was hin? Ist da irgendwas geplant? Weil ich habe gehört, da kommt so ein wie ein Landhandel, dass du da alles verkaufen kannst, aber auch alles holen kannst. So für Landwirte. Kommt das da wirklich hin? In der Wald ist noch nicht wirklich was geplant. Okay, also das sind nur Gerüchte. Ja, ja. Und sie haben jetzt da die ganze Straße ausgebaut mit Straßenlaternen, damit die hier alle zur Gemeinde hinfinden. Ja, ja. Sehr schön. Immer. Ja, mal. Gut, dann sehen wir uns. Ding, können Sie mich bitte nochmal irgendwie zum Hof führen? Also, weil Sie da Honig haben, ich mag nämlich auch Bienen und so, und die sind jetzt vom Aussterben bedroht.
Kann ich die da auch irgendwie solche Boxen bei Ihnen bestellen und ja. Bei Ihnen mithelfen und Ihnen dann auch den Honig halt liefern und bei mir im Hofladen verkaufen? Ja, ja. Aber das Sie haben ja auch beim Händler so einen Hofladen. Das ist einer vor Ihrer Werkstatt, oder? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich, wie mein Händler. Ah, weiß ich nicht. So, diesmal fahren wir den kürzeren Weg. Ja, das wäre schön. Ich weiß, der Gator ist ein alter Rostschüssel. Aber er fährt sehr gut. Und er hat uns schon ein paar Mal das Leben gerettet. Am liebsten mit 100 km/h fahren. Ich sehe auf Ihrem Tacho, Sie fahren nur 5 km/h. Lol. Ja, ich habe gerade die Augen zu. Ich war auf meinem Sitz. Okay. Ah, denn meine Augen sind wieder zu. Oh. Meine Augen sind heute müde irgendwie. Ich weiß. Das ist ich weiß, von einer harten Woche. Ja. Ja. Verstehen Sie wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Spaß, Spaß, Spaß. Das heißt, und ich schaue gerne auch auf meinem Monitor dort YouTube Wanna Let's Play mit Tanz für 2000. Schaue ich mir gerne an. Echt? Was ist denn das für ein Ding? Ja, da spielen die Minecraft oder so. Was mich interessiert. Oder LS Burgold Video Contest zu wild. Also, Respekt an sie, aber. Achtung, da ist eine Baustelle. Kann ich auch gerne? Ich kenne ihn noch gar nicht. Muss ich dann bald abonnieren? Und ja. Die Glocke natürlich aktivieren. Ja, meine Play rastet richtig aus. 26 Abonnenten, regelmäßig Streams auf Twitch. Der ist ja urgeil. Warum weiß ich von dem noch nichts? Aber Hashtag Werbung. Aha, gell. Gut, könnt ihr mich da bitte rauslassen? Ja, warte vor die Haustür. Und warten Sie. Ich werde mich dann mal wieder bei Ihnen melden wegen dem Honig-Ding und die Maschinen kriege ich um 18 Uhr ungefähr. Ja. Soll ich da zu Ihnen kommen und auch ein paar Maschinen holen oder führen Sie mir die her? Dann können wir das gleich besprechen mit mit Bienen. Achso, aber ich... das sollen wir jetzt gleich besprechen? Jetzt? Na, du hast, Sie haben gesagt gleich. Also, lassen wir das mit diesem Honig-Ding und das können wir ja dann noch am Abend besprechen. Ich bin großartig. Warten Sie, ich abonniere mal den Tanzbär und Werner Let's Play. Ja, abonniert. Super, oder? Haben Sie sie abonniert? Auf YouTube. Ja, ja. Und auf Twitch. Danke, danke. So, setzen wir uns mal hier so locker flockig hin. Ja, Sie springen da wie ein Bekloppter. Ja, grüß Sie. Was wollen Sie mir sagen wegen dem Honigding? Ja, ja. So ein Honig-Ding würde 1500. Und wenn Sie mir Honig bringen, kostet. Also, wenn Sie mir es abgeben, den Honig, verkaufe ich den. Und ich kaufe sie Ihnen ab. Und dann gibt es ihn im Supermarkt. Ist in meinem Hofladen, oder? Ja, und für jeden Honig gibt es 800 Euro. Na, für jede Lieferung, oder? Ja, jede Lieferung. Okay, also ich stehe mal auf und ich hätte jetzt noch kurz gern mal den Hof gezeigt, weil ich mal drehe gerade so einen Vlog über mein Leben. Und da... Sind Sie der Bonner Let's Play? Nee, nee. So famos bin ich noch nicht, aber bald haben wir's. Ich drehe halt einfach so einen Vlog halt für mein Leben, für mein Archiv. Ich bin nicht so auf YouTube. Bitte. Okay,
Dann, ehrlich gesagt, sehen wir uns dann um 18 Uhr, oder? Ja. Gut, wieder sehen. Wieder hören, sagt man am Telefon. Also hier seht ihr mal die Bagger. Mann, dieser Herr Meier ist aber auch ein ganz netter Kerl. Er schenkt mir da einfach so viel 1000 Euro. Da habe ich übrigens schon das Gras von den Wiesen geholt. Das habe ich jetzt da reingeschmissen. Da sehen wir es schon. Wir müssen da noch ein bisschen verdichten. Das heißt, wir brauchen auch noch ein paar Schilder. Und hier habe ich jetzt dieses Gras-Equipment reingegeben. Und eine neue Leimbinderhalle gebaut. Meine Güte, meine Stimme ist aber auch. Da liegt noch ein bisschen Schnee, der schmilzt ja dann eh. Da seht ihr noch abgerne. Da habe ich jetzt überall Weizen oder sowas angesehen, damit das auch was wird. Und was haben wir hier noch? Hier sind noch unsere Hühner. Und hier habe ich halt noch so ein Schild. Da muss ich mir halt mal von Herrn Meier so ein Schiebeschild mieten. Ja. Und die. Dann sehen wir uns um 18 Uhr, wenn die Maschinen kommen und in der nächsten Folge. Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit und das Projekt kommt jetzt wieder regelmäßig. Danke an Tanzbär 2000 für den Händler und wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Tschüss!